Hallo zusammen, wir sind heute bei Publix in Florida, genauer gesagt in Kissimmee, Florida. Und das ist ungefähr 20 Minuten von den Universal Studios entfernt. Würdet ihr bei dem Gewinn Lotto spielen? So, jetzt sind wir im Publix. Ich hoffe, dass ich hier filmen darf. Wissen tue ich das nie so genau. Hier haben sie jetzt Tees. Ich bin erstmal in den Gang reingegangen, wo nicht viele Leute sind. Hier gibt es Müslis. Da vorne gibt es Seafood. Geradeaus ist eine Theke. Natürlich spielt hier laute Mucke. Hier gibt es Kaffee. Dunkin' Donuts bekommt man hier. Natürlich auch sämtliche andere Varianten. Lucky Charms, Cinnamon Toast Crunch. Ich weiß nicht, gibt es das eigentlich auch mittlerweile in Deutschland? Relativ teuer, wenn ihr euch mal die Preise anguckt. 6,65 für so eine kleine Packung. Schon ziemlich happig. Quaker Oats. Noch mehr Kaffee oder hier dieses Riesenteil Kaffee von Dunkin. Das ist 25,99. Mehr Kaffee, 9,99. Hier gibt es Obst und Gemüse. Bananen kosten das Pfund 70 Cent. Die Organic-Bananen kosten 91 Cent das Pfund. Honeycrisp-Äpfel kosten 8,19. Also ich finde, der Laden ist sehr, sehr ordentlich. Gefällt mir gut. Besser als ein Kroger bei uns. Hier gibt es Salate, Onions, Avocados. Gala-Äpfel kostet das Pfund 2,99. Ich denke, wir können ein paar Galas mitnehmen. Granny Smith kostet das Pfund 1,99. Hier gibt es Gemüse. Hier gibt es ganz viel Säfte. Hier gibt es ganz viel Käse. Cookies. Brot. Leibniz-Kekse, 4,39. Was kosten die denn mittlerweile in Deutschland? Pringles Pizza, 2,34. Ist ja auch ein Ding. Noch mehr Barbecue, Sweet and Spicy, Wavy. M&M Popcorn, habe ich auch noch nie gesehen. Gibt es bei euch M&M Popcorn oder Oreo Popcorn? Ist ja ein Ding. Ich zeige euch mal, was wir mittlerweile alles im Wagen haben. Wir haben ein bisschen Brot, Baguette mit dabei. Ein paar Croissants, Mandarinen, Äpfel, Macaroni-Salat, Pringles, noch mehr Äpfel, dann diese sowas wie Amerikaner und ein bisschen Aufschnitt. Hier gibt es auch ganz viel Bacon, Sausage, sieht ganz gut aus. Turkey Sausage, hier gibt es Sauerkraut, sogar frisches. Das habe ich hier auch noch nie gesehen, frisches Sauerkraut. Gibt es bei uns nicht in Texas, zumindest habe ich es noch nie gesehen. Black Forest Ham. Das ganze Regal hier voll. Ist echt klasse. Hier gibt es jetzt ganz viele Tiefkühlsachen. Und gerade beim Meat mit dabei. Ich versuche mal die Leute nicht mitzufilmen, damit ich keinen Ärger kriege. Texas Toast haben sie hier auch. Texas Toast ist etwas dickerer als normaler Toast und dieser ist jetzt halt mit Garlic und Petersilie. Hier gibt es jetzt noch Joghurt, Milch sind wir gerade dran vorbeigekommen. So, wir haben soweit alles. Wir gehen jetzt auschecken. Allerdings müssen wir noch einen Sunpass kaufen. Das ist hier für die Tollroads in Florida. Und ja, dann sage ich euch gleich, was wir bezahlt haben. So, und wir haben für den ganzen Einkauf 128,54 $ bezahlt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo und auch beides sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!